Ja, hallo und herzlich willkommen zum ersten Remix Let's Help von Remember Me. Ich zeige euch hier, wie ihr Olga Sedovas Remix löst. Dazu geht er erstmal in den Remix rein. Da baut er sich dann langsam auf. Den müsst ihr dann so bearbeiten, dass der Mann von Olga während der Erinnerungstransfusion stirbt. Dazu müsst ihr euch in den Remix begeben und ganz bis zum Ende spulen, bis ihr vor diesem Gerät seid, was diese Kapseln beinhaltet. Dann wählt ihr einfach die Kapseln aus, schaltet diese um. Damit habt ihr den ersten aktiviert. Dann spult ihr ein bisschen weiter wieder an den Anfang, so dass ihr hier diese Maske markiert habt. Die bindet ihr los. Dann kollabiert der gute Herr hier so ein bisschen. Müsst ihr ein bisschen vor- und zurückspulen. Dann auf den Gurt hier, den entsperren. Und somit habt ihr alle drei Teile aktiviert, die zum Lösen des Remixes nötig sind. Natürlich könnt ihr auch hier noch mehr Interaktionen durchführen. Das empfehle ich euch auch, im Laufe des Spiels vielleicht den Remix nochmal zu spielen, um die anderen Interaktionen alle durchzuführen und alle mal auszuprobieren. Weil, wenn ihr nämlich alle 25 Interaktionen in allen vier Remixen im Spiel löst, bekommt ihr nämlich die Trophäe Gott ist ein DJ. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen bei Remember Me. Ich wünsche euch noch weiterhin viel Spaß bei uns auf dem Channel, beim Trophäen sammeln, beim Tokens oder Collectibles abstauben. Macht's gut und bis dann, euer Black Devil.